Hier laufen während des Krieges die Fäden der Lebensmittelversorgung zusammen. Zum Proviantamt gehört die unmittelbar benachbarte Kriegsbäckerei. Sie sichert die Versorgung der Garnison und notfalls auch die der Stadt. Der Krieg kommt zwar nicht unmittelbar nach Ingolstadt, trotzdem läuft der Betrieb auf Hochtouren. Lebensmittelengpässe aller Orten. Die Knappheit der Nahrungsmittel hat dann von 15 bis 18 kontinuierlich zugenommen und wurde zum richtigen Problem. Errichtet zwischen 1877 und 1880 ist die Kriegsbäckerei auf die Herstellung von 16.000 Laib Brot pro Tag ausgelegt. Man hat natürlich dann das Brot gestreckt, Sägemehl hat man sogar hergenommen, Mais. Dieses Brot ist schnell verdorben und war auch nicht gut.